Jetzt geht es um ArcGIS Field Maps, die neueste App von ArcGIS für das mobile Arbeiten mit Geodaten. Es ist ja wichtig, beim mobilen Arbeiten komfortabel Auskunft zu bekommen und Daten schnell und einfach erfassen oder auch ändern zu können. Das alles geht, wie das erklärt uns Jörg Mosmeier, erst seit knapp 20 Jahren bei Esri. Aktuell ist er Produktmanager für ArcGIS Online und die ArcGIS Apps. Jörg, bitteschön. Ja, genau, Daniel. ArcGIS Field Maps ist die neueste mobile App von Esri. Sie fasst die Funktionen von ArcGIS Collector, von ArcGIS Explorer und Tracker zusammen. Und im nächsten Jahr werden auch ArcGIS Navigator und Workforce integriert. Ich habe euch das auf der Folie hier mal zusammengefasst. Ende diesen Jahres werden auch ArcGIS Collector, Explorer und Tracker aus den Stores verschwinden, weil sie komplett durch Field Maps ersetzt wurden. Und für Navigator und Workforce wird es auch noch passieren. ArcGIS Field Maps steht immer in Verbindung mit einem Backend, ArcGIS Online oder ArcGIS Enterprise. Das heißt, die Vorbereitung für ein gutes, leicht zu bearbeitendes mobiles Projekt geschieht schon im Backend. Und da kann man als Datenersteller einiges tun, um die mobile Arbeit einfacher zu gestalten, effektiver zu gestalten. Das wären zum Beispiel sprechende Namen für Attribute oder für Layer. Nur minimale Informationen rausgeben, nicht den ganzen Menge an Attributen für einen Layer, nur das, was ich bearbeiten oder beauskunften will. Wenn ich editiere, sind Dropdown-Listen, vorausgefüllte Werte enorm wichtig. Und für die Datenerfassung von Attributen kann man auch flexible Formulare gestalten. Wir nennen sie Smartforms. Spannend, Smartforms. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, was es damit auf sich hat. Also kannst du uns mal zeigen, wie diese Formulare funktionieren? Was müssen Anwender denn tun, um in den Genuss dieser Formulare zu kommen? Diese Punkte werden wir jetzt nacheinander ansehen. Man kann ArcGIS Field Maps prinzipiell auch komplett in der Portaloberfläche vorbereiten, also das Projekt und die Daten. Oder man kann ein ArcGIS Pro Projekt nehmen, dieses veröffentlichen und dadurch web- und mobilfähig machen. Genau diesen Weg werde ich jetzt verfolgen. Wir sehen hier ein Projekt zum Breitbandausbau, ein ArcGIS Pro geöffnet. Das ist ein lokales Projekt, sieht ganz gut aus. Sind verschiedene Stati definiert, sind verschiedene Gebiete eingezeichnet, schöne, simple Symbologie. Und die mache ich jetzt webfähig. Ich gehe hier auf Share und veröffentliche das Ganze als Webmap in mein Portal hinein. Ich gebe noch einen vernünftigen Namen, Nummer 1, das werden wir noch nicht öfters machen. Und dann veröffentliche ich es. Ich wechsle jetzt direkt auf mein iPad. Ich bin hier direkt auf meinem iPad in ArcGIS Field Maps angemeldet und ich kann hier auf die Daten zugreifen, die wir gerade eben veröffentlicht haben. Das Projekt sieht genauso aus, wie wir es ArcGIS Pro gesehen haben. Jetzt identifizieren wir vor Ort mal ein paar Daten. Okay, eine große Liste ohne weitere Hinweise, alles ohne Titel. Das hier sind die Hausanschlüsse, gehen wir mal in einen rein. Auch hier sehe ich alle Informationen, die an diesem Feature dranhängen. Nicht sonderlich übersichtlich, nicht sonderlich wertvoll für mich, die Daten. Und jetzt wollen wir noch einen Hausanschluss erfassen. Gehen wir mal in ein Gebiet hinein. Hier zumindest habe ich schon eine Vorauswahl, das kommt direkt aus der Symbolisierung. Ich plane hier einen Hausanschluss. Bekomme die Liste meiner Attribute und wieder die gleiche Liste wie vorher, ungeordnet, keine Voreinstellungen, keine Hinweise, seltsame Namen. Eigentlich in dieser Form für mich als Datenerfasser fast nicht nutzbar oder überhaupt nicht nutzbar. Jetzt wollen wir das Ganze mal besser machen und uns auf Punkte konzentrieren, die man eigentlich für jedes Projekt machen sollte. Nämlich, welche Layer müssen überhaupt ins Projekt? Welche Layer sind identifizierbar? Welche sind editierbar? Welche Attribute müssen überhaupt sichtbar sein für die Beauskunftung oder auch fürs Editieren? Beim Editieren sollte man zwischen optionalen Required unterscheiden und, wenn soweit es möglich ist, Standardwerte vorgeben. Und eines der wichtigsten Punkte beim Erfassen oder Verändern von Daten, Domänen vorgeben. Und das habe ich in diesem Projekt hier gemacht. Es ist das gleiche Projekt mit den gleichen Daten, nur anders konfiguriert. Was habe ich hier jetzt unterschiedlich gemacht? Gehen wir hier wieder auf die Hausanschlüsse, sehen wir uns hier die Attributtabelle an. Und hier auf die Feldansicht. Hier sehen wir, ich habe Aliase vergeben. Die Namen sind schon recht gut, aber die Aliase sind noch sprechender. Ich habe hier
Domänen vergeben, das heißt gültige Wertewänge. Ich habe hier, wenn soweit es notwendig ist, Defaults vergeben. Dann habe ich hier bei den Planungsgebieten, das sind die eingezeichneten Gebiete, die wir hier sehen, die farbigen, brauche ich da eine Identifizierung mobil? Nein, brauche ich nicht. Darum habe ich hier das Pop-up ausgeschaltet. Wenn wir uns hier bei den Hausanschlüssen mal die Pop-ups ansehen, identifizieren wir mal einen. Dann sehen wir hier, es sind nur eine Auswahl an Informationen da. Das heißt, ich habe hier bei den APLs die Pop-ups so definiert, wie sie Sinn machen. Mit diesen Arbeiten vorgenommen, gehe ich wieder her und veröffentliche das Projekt wieder als Webmap. Ich bin zurück auf meinem iPad und hier haben wir jetzt das neu veröffentlichte Projekt Breitbandausbau 2. Öffnen wir es. Positionszugriff natürlich wieder verweigert. Das Projekt sieht erstmal genauso aus, wie wir es vorhin auch gesehen haben. Gehen wieder in den Bereich rein, machen Identify und man kommt wieder viele Ergebnisse, aber die sind beschriftet. Das ist nämlich der Name des Pop-ups, das ich gegeben habe. Und ich bekomme hier nur die Informationen, die ich auch vorher im Pop-up definiert habe von ArcGIS Pro. Sehr viel übersichtlicher, sehr viel einfacher zu verstehen. Dann erzeugen wir noch ein neues Feature, auch wieder einen Hausanschluss. Erzeugen wir hier einen Hausanschluss. Ich plane wieder einen. Kommen eine Maske. Und hier immer noch relativ viele, aber es ist schon sehr viel übersichtlicher geworden. Und hier unten beim Vertrag zum Beispiel haben wir eine Auswahlliste. Ja, nein, offen. Ich kann also nicht irgendwas eintragen, sondern kann mir aus einer Liste von Einträgen etwas auswählen. Jetzt ist das ganze Projekt für mich als mobilen Erfasser im Feld schon sehr viel einfacher zu verstehen, sehr viel einfacher zu bedienen. Jetzt ist also das Projekt schon sehr viel freundlicher für den mobilen Arbeiter und das alles, indem ich das Datenmodell und das Projekt in ArcGIS Pro schon richtig vorbereitet habe, durch Aliase, durch Pop-ups, Auswahllisten und so weiter, was man eigentlich für jedes ArcGIS Projekt machen sollte. All diese Einstellungen wie Werteliste könnte man auch nach dem Veröffentlichen im Portal noch nachkonfigurieren. Aber wenn man schon aus ArcGIS Pro heraus veröffentlicht, macht es eben Sinn, gleich das Ursprungsdatenmodell richtig anzupassen. Man kann so ein Formular, so ein Eingabeformular für Attribute allerdings noch sehr viel nutzerfreundlicher gestalten durch verschiedene Eingabemethoden. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Auswahllisten haben wir schon gesehen. Da macht man noch Veränderungen. Es gibt aber auch noch Schieberegler. Wir können QR-Codes verwenden und so weiter. Und das sehen wir uns jetzt an. Wir nehmen das gleiche Projekt, das ich vorhin veröffentlicht habe und öffnen es in meinem Portal. Ich habe das Projekt nochmal veröffentlicht und habe es Nummer 3 genannt und jetzt öffne ich es in Fieldmaps. Das ist die Designoberfläche im Portal, um für ArcGIS Fieldmaps Webmaps noch weiter vorzubereiten. Ich kann hier diverse Einstellungen treffen, unter anderem auch die Inhalte konfigurieren. Ich konzentriere mich jetzt hier auf die Hausanschlüsse und kann hier die Formulare für die Datenerfassung definieren. Zum schnellen Start kann ich hier aus dem Pop-up ein Formular konvertieren. Er übernimmt mir jetzt alles und ich füge jetzt hier noch ein paar Attribute ein, die ich auch noch im Feld möchte. Den QR-Code zum Beispiel möchte ich nehmen. Das ist so ein generisches Feld, das ich nutze. Da möchte ich den Hersteller jetzt für diese Demo hier mit eintragen. Den Hersteller. Dann möchte ich noch den Vorvertrag hineinbringen und ich möchte Vorvertrag passt und ich möchte noch das Datum der Befragung erfassen. Das Datum der Befragung, hier lege ich fest, dass er erforderlich ist, der Wert. Ist nicht im Datenmodell erforderlich, aber hier für die mobile Erfassung ist erforderlich und ich möchte Datum und Uhrzeit auswählen können. Beim Vorvertrag, hier gibt es nur zwei Möglichkeiten, ja oder nein. Darum sage ich hier, da ist ein Wechselfeld eigentlich ganz gut. Eingeschaltet ja, ausgeschaltet nein. Beim Hersteller, da gibt es eine schöne Eingabemöglichkeit, nämlich Fieldmaps unterstützt Barcodes oder QR-Codes im Standard, damit ich sie nicht eintippen muss, sondern vom Gerät abscannen kann. Beim Vertrag, den haben wir vorhin schon gesehen, da war es ein Kombinationsfeld. Hier finde ich Optionsschaltflächen eigentlich angenehmer, besser. Die Einstellungen habe ich jetzt geändert, speichert man das Ganze ab und öffnen es auf meinem iPad. Hier im iPad haben wir jetzt Zugang zum Breitbandausbau 3 Projekt. Das Projekt sieht natürlich genauso aus wie vorher. Der Unterschied liegt jetzt hier beim Datenerfassen. Wir erzeugen jetzt hier wieder einen
Hausanschluss geplant. Es wird mir hier die Smartform geöffnet mit den Eingabeinformationen und hier unten sind jetzt die Elemente, die wir gerade geändert haben. Beim Vertrag zum Beispiel haben wir nicht mehr eine Dropdown-Liste, sondern können hier direkt anklicken. Beim Vorvertrag unterschrieben, nur noch ein Switch, ja, der ist unterschrieben. Der Hersteller, den kann ich auch schon, weil das Gerät schon da ist, mit angeben. Und hier kann ich jetzt eben einen QR-Code oder einscannen, der mir dann direkt die Information zum Hersteller oder zu einer Seriennummer übernimmt. Hier unten noch bei der Datum der Befragung sieht man, dass ein Sternchen da ist, also ein verpflichtendes Feld. Ich muss angeben, wann habe ich diese Informationen eingetragen oder verändert, damit ich eben nicht nur die rein geometrische Information habe, sondern auch noch Datum der Befragung hier mit angeben kann. Und jetzt bin ich fertig mit Informationen und kann sie zurücksenden ins Büro, wenn ich online bin, oder zwischenspeichern, bis ich wieder online bin. Durch das Einfügen von diesen Bedienelementen haben wir schon einiges an Erleichterung für die Datenerfassung oder Veränderung gebracht. Aber wir können mit diesen Smartforms noch mehr machen. Zum Beispiel können wir Sichtbarkeiten einschalten, konfigurieren. Wir können Formulare gruppieren, wir können noch mehr Hilfestellung anbieten. Ich bin hier zurück in meiner Portaloberfläche. Das Projekt von vorhin habe ich nochmal kopiert und wir wollen hier das Formular jetzt noch intelligenter, noch smarter machen. Hier zurück bei den Einstellungen meiner Hausanschlüsse. Die Einstellungen, die wir vorhin gemacht haben, mit QR-Code, mit Vertrag, sind natürlich wieder da und ich habe noch ein paar weitere Felder hinzugefügt. Kommentar, freier Kommentar zum Beispiel. Die sind aber alle in einer Gruppe mit drinnen. Ich kann aber hier jetzt auch noch mehr Intelligenz reinbringen, mehr Übersichtlichkeit reinbringen, indem ich hier eine Gruppe konfiguriere und zum Beispiel Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt in eine eigene Gruppe hineinstecke. Die Gruppe nennen wir Adresse und eigentlich muss die Adresse immer da sein, bevor ich irgendwas anderes ausfüllen kann. Vorhin war das noch leer, das wollen wir jetzt ändern. Beschreibung unbedingt notwendig und das ist eingeblendet. Und die anderen Elemente sind in einer weiteren Gruppe. Also sagen wir, das sind dann Informationen zu Vertrag und Technik. Vertrag und Technik und die ist erstmal nicht eingeblendet, also eingeklappt, wenn wir sie öffnen. Ich kann auch noch bedingte Sichtbarkeiten definieren. Wann soll dieser ganze Block hier überhaupt sichtbar sein? Ja, wenn die Adresse schon da ist. Ich füge also hier einen Ausdruck hinzu. Eröffnet sich hier jetzt ein kleiner Editor für Arcade-Ausdrücke. Arcade ist eine kleine Scripting-Sprache, die bei uns app-übergreifend, ArcGIS Pro, Web-Anwendungen, Mobil-Anwendungen genutzt wird, um das Aussehen und Verhalten der Oberfläche anzupassen. Einheitlich über alle Apps. Wann soll also dieser Block sichtbar sein? Nämlich wenn, jetzt muss ich schnell die Informationen suchen, wenn die Stadt da ist, also das Feld Stadt einen Wert hat, ungleich null und wenn die Straße auch ungleich null ist, also sprich, wenn da ein Wert drin ist, jetzt muss ich nur noch die Straße finden. Jetzt sehe ich, also wenn die Straße ebenfalls ungleich null ist. Und natürlich nicht oder, sondern und. Also ein doppeltes und. Testen wir das Ganze, ob der Ausdruck korrekt ist. Da kommt immer true oder false zurück. Und wenn der Ausdruck true ist, dann wird das hier eingeblendet. Ich habe es jetzt gruppiert, habe hier eine bedingte Sichtbarkeit gemacht. Und was wir noch machen können, ist natürlich auch hier innerhalb einer Gruppe einzelne Kommentare sichtbar und unsichtbar zu schalten. Ich glaube, hier beim Kommentar gibt es ein Auswahlfeld, kann ich auch einen freien Kommentar angeben, aber das Feld hier macht nur Sinn, wenn ich hier auch freier Kommentar angegeben habe. Das heißt, ich füge hier einen Ausdruck hinzu. Freier Kommentar soll eben nur sichtbar sein, wenn ein bestimmter Wert im Kommentarfeld ausgewählt wurde. Hier ist
Kommentar. Man sieht auch, da ist eine Domäne dahinter. Ist gleich Freikommentar. Okay. Das war's. Das sind meine zwei bedingten Ausdrücke. Und jetzt speichern wir das Ganze und sehen uns das auf dem iPad an. Wir sind wieder in ArcGIS Field Maps. Wir sehen hier das neue Projekt Breitbandausbau 4. Das öffnen wir mal und starten sofort mit der Erfassung eines neuen Hausanschlusses. Hier ist wieder ein Hausanschluss geplant. Ich mache die Smartform groß und wir sehen hier nur Eingabefelder für die Adresse, die auch aufgeblendet sind, wie wir es eingestellt haben. Wir geben also hier eine Straße an, das ist in Grünscheid und bei der Stadt, jetzt aufgepasst, sobald ich anfange zu tippen, also der Wert nicht mehr null ist, werden mir die anderen Blöcke, in dem Fall der eine Block hier, eingeblendet. Das ist in Leichlingen. Dann kann ich hier aufmachen. Hier habe ich die gewohnten Bedienelemente, die wir vorhin schon konfiguriert haben. Und hier unten zum Beispiel bei Kommentar habe ich auch eine Auswahlliste. Nicht sonderlich einfallsreich, ich gebe es zu. Wähle hier anderer Kommentar und dann erst wird mir das Feld eingeblendet für weitere Kommentare, weil ich das vorher nicht brauche. Ich blende nur die Sachen ein, die ich eben gerade im Kontext brauche, um dieses ganze Formular übersichtlicher zu machen. Weil man muss ja auch an die Kollegen denken, die vielleicht kein iPad haben, sondern mit einem Smartphone unterwegs sind, die also weniger Platz haben. Die Möglichkeiten, die Smartphones zu definieren, Sichtbarkeiten zu definieren, Gruppierungen zu machen, habe ich in diesem Projekt hier noch weitergetrieben. Greifen wir wieder auf die Hausanschlüsse zu und hier habe ich noch viel mehr Konfigurationen gemacht. Ich habe hier mehr einzelne Gruppen gemacht, Adresse ist immer eingeblendet, alle anderen sind ausgeblendet, zum Beispiel das Anschlusspotenzial, welche Nutzung ist überhaupt privat, gewerblich und so weiter. Habe ich dann auch passende Sichtbarkeiten definiert, denen ich hier auch mal vernünftige Namen gegeben habe, zum Beispiel bei der Anzahl Haushalte. Bei der Anzahl der Haushalte zum Beispiel überprüfe ich, wie die Nutzung ist. Gucken wir uns das mal an. Nutzung nur gemischt und privat, dann soll dieses Feld erscheinen. Wenn die Nutzung rein gewerblich ist, dann erscheinen zum Beispiel nur Anzahl Geschäfte oder Anzahl Gefasern gewerblich. Um hier auch immer übersichtlich wie möglich zu gestalten, habe ich das hier in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, unterschiedliche Sichtbarkeiten definiert, hier Namen vergeben, damit ich die mehrfach einsetzen kann. Und so habe ich eben dieses recht umfangreiche Formular so gestaltet, dass es im Feld möglichst einfach bedienbar ist. Und auch dieses finale Projekt wollen wir uns mal schnell angucken. Ich greife jetzt auf das neue Projekt Breitbandausbau Final zu und erfasse hier wieder einen Hausanschluss. Muss hier natürlich wieder die Straße vergeben, das ist Grünscheid. Da unten sieht man zum Beispiel, dass man schon ein paar Elemente schon eingeblendet hat, außerhalb der Gruppe. Grünscheid, die Stadt ist Leichlingen und hier blenden sich jetzt alle anderen Elemente ein, wo ich mir eben über eine möglichst kurze Liste mir immer mehr Attribute holen kann. Nutzung zum Beispiel angeben ist rein privat, dann kommen die Anzahl Haushalte, Anzahl Fasern privat hoch. Wenn ich auf gewerblich gehe, eben die anderen Elemente und bei gemischt sehe ich alle. Genauso bei Kunde und Vertrag habe ich wieder die Möglichkeit, über den Kommentar ein freies Kommentarfeld einzublenden. Status und Datum der Befragung, da diese Elemente auch zwingend vorgegeben sind, habe ich sie außerhalb einer Gruppe gemacht, damit ich hier auch schnell die Daten erfassen kann und nicht innerhalb von Gruppen suchen muss. Und so habe ich eben die Möglichkeit, das Leben meiner mobilen Datenerfassung im Feld möglichst einfach, möglichst schnell zu gestalten und übersichtlich und effizient soll es sein, denn so ein digitaler Workflow soll man ja nicht einfach eins zu eins übertragen von einem analogen Formular, sondern soll die Möglichkeiten nutzen, um hier möglichst einen ununterbrochenen, fehlerfreien Datenfluss zu haben. Eines möchte ich Ihnen noch zeigen. Die ganze Arbeit, die wir uns hier gemacht haben, um diese Editierform möglichst schön und gut zu gestalten, kann man nicht nur in Fieldmaps nutzen, sondern auch in anderen Programmen. Zum Beispiel in unserem Mapviewer. Öffnen wir mal den Mapviewer. Das ist der neue Mapviewer.
den es in ArcGIS Online und in den neuesten Versionen von ArcGIS Enterprise gibt. Und hier, wenn wir auf das Bearbeiten zugreifen, wir wollen also ein Feature hinzufügen und zwar auch wieder einen Hausanschluss wollen wir planen. Den planen wir diesmal hier. Sehen wir, es geht das gleiche Formular hoch, wie wir es auch vorhin in Fieldmaps gesehen haben. Es ist zum Beispiel wieder Grünscheid in Leichlingen. Und dann auch die Sichtbarkeiten funktionieren hier, auch die Eingabeformate funktionieren. Ich kann hier wie mein Optional, meine Required-Felder. Das Ganze funktioniert genauso wie in Fieldmaps. Momentan funktionieren diese Smart Forms in Fieldmaps oder wie wir es hier gesehen haben, im Map Viewer. In Zukunft ist geplant, dass auch noch andere Anwendungen das unterstützen, zum Beispiel ArcGIS Pro oder auch die Instant Apps, wenn dort Bearbeitungsfunktionalität ist, dass auf die exakt gleichen Smart Forms zugegriffen wird. Dankeschön, Jörg, für diesen guten Überblick darüber, was man alles tun kann, um die Nutzung von Geodaten im mobilen Einsatz effizienter zu gestalten.